Jeden Tag segeln Schoner voller Zucker vorbei, von den Plantagen hier in der Nähe. Meistens halten sie hier, um ein paar Kisten davon zu verkaufen. Heute wird ein Mann erwartet, der viel Profit einbringen wird. Wenn du seine Plantage überfallen willst, zeig ich ihn dir. Ich will. Ja, hoi, ihr Landratten, und weiter geht's mit Assassin's Creed 4. Wir müssen jetzt den Aufenthaltsort des Ziels erreichen. Müssen wir gar nicht. Wir müssen, das ist nämlich mein Auftragskill, mein Auftrag, den ich hier machen muss. Den werden wir aber nicht machen. Wir müssen jetzt hier zur Hauptmission Zuckerrohr und seine Produkte. Wir müssen dahin. Da müssen wir hin. War ich da schon mal? War ich nicht. Unbeentdeckter Ort. Ich weiß nicht, was das ist. Gut, Hauptmission. Los geht's. Und hier ist die Segel, Leute. Auf geht's! 2000 Meter ist es weit. Wehe, du rammst mich, ey. Boah, wehe, du rammst mich. Ich versenke euch, glaubt mir. Okay. So. Sehr schön. Auf geht's, Leute. Bin mal gespannt, was die nächste Mission jetzt hier noch ist. Noch weiß ich ja nicht wirklich viel von Templern und Assassinen. Mal schauen, ob das sich das noch ändern wird mit der Zeit. Okay, wir singen wieder ein bisschen. Hören wir mal ein bisschen zu. Von Backford, Sir! Da treibt einer, Sir! Denke, er hat überlebt! So, singen können die, das müssen wir denen lassen. Ja, das müssen wir denen lassen. Singen können die. So, langsamer. So. Und stoppt mal hier. Andreas Island. Sehr schön. Kann ich hier nicht irgendwie mit dem Seil oder so darüber? Nö, gibt keins. Na gut. Dann halt ins Wasser. Ja. Oh, die jagen hier mit... Ja, die haben noch keine Angeln, wie es aussieht. Die jagen halt mit was anderem hier. So. Dann labern wir mal hier. Was ist denn das? Ah, das ist doch der weibliche Pirat. Zuckerrohr und seine Produkte. Starten wir mal eine Mission hier. Seht nur. Der Bastard des verstorbenen William Kidd. Immer noch ein Knabe und doch 10-mal teuflischer als sein Vater es war. Schön, dich hier zu sehen, Kenway. Immer noch schick und gemein. Hast du dieses Kostüm von einem Dandy in Havanna? Nein, Sir. Ich habe es von einer Leiche. Einer, die kurz vorher noch herumlief und mir Frechheiten ins Gesicht sagte. Ah. Also, was habe ich da über einen Angriff auf eine Plantage gehört? Kannst kein Geheimnis behalten, was? Jedenfalls nicht gut. Jeden Tag segeln Schoner voller Zucker vorbei. Von den Plantagen hier in der Nähe. Meistens halten sie hier, um ein paar Kisten davon zu verkaufen. Heute wird ein Mann erwartet, der viel Profit einbringen wird. Wenn du seine Plantage überfallen willst, zeig ich ihn dir. Ich will. Nein. Gehört diese Plantage einem gewissen Backford? Tja, wer will es nicht? Das ist der Mann. Er hat Dutzende in dieser Gegend. Und er ist verdammt reich. Genau die Art, die ich gern beraube. Sein Verwalter ist hier irgendwo. Finde und verfolge ihn. Und er führt dich direkt zur Beute. Okay. Gut, da ist also hier in diesem grünen Gebiet halt irgendwo. Ein Verwalter. Ah, da ist er. Gut, den verfolgen wir jetzt. Ei, herzhafte Melasse und Rohrzucker, das ist bekannt. Es beruhigt mich, das von euch zu hören.
Trotz aller Eigenarten eurer Unternehmung hier seid ihr zweifellos Männer mit Urteilsvermögen. Wie kriege ich die Nebenaktivitäten weg, Mann? Wie kriege ich das weg? Ich will das nämlich nicht, dass es da dauernd drin steht. Ich will das weghaben. Ich will das weghaben. Kriege ich aber nicht weg. Kann ich das vielleicht da oben wegkriegen? Wartet mal. Fortschrittsanzeige? Nee, Hauptnebenmissionen. Assassinenaufträge. Aha. Ja, scheiß auch da oben drauf. Lassen wir es halt da anzeigen die ganze Zeit. Macht ja nichts. So, dann verfolgen wir den Typen da mal. Oh. Natürlich darf er uns nicht entdecken oder so. Hier schön in die Gruppe rein. Geht hier so schnell. Wo willst du denn hin? Wo willst du hin? To hell with it. Ja, to hell with it. Oh, wie schön das hier ist. Er will sich noch vergewissert, dass da ja keiner kommt. Ja, ja. Beaufort, Manning, zu mir. Hier sind wir fertig. Hi, Sir. Wie ist unser Kurs? Wir kehren zur Plantage zurück und machen eine Bestandsaufnahme. Es war eine gute Ernte dieses Jahr. Ihr solltet nicht so laut reden, Sir. Dies ist gewiss kein freundlicher Hafen. Nonsens, Mann. Ich hatte eben ein erfreuliches Gespräch mit einem Burschen. Wir haben uns auf Anhieb verstanden. Wie ihr meint, Sir. Leinen los und Ankerlichten, Burschen. Wir fahren heim. Okay, schnell, schnell, schnell. Wir haben da nicht so viel Zeit. Wir müssen den nämlich verfolgen mit dem Boot. Glücklich und furcht. Komm schon, go, go, go. So, komm schon. Nein! Nichts zu berichten von der Hundewache, Sir. Captain Stein! Captain, du siehst aus wie ein Mann, der an einem kühnen Plan feilt. Ja. Den kenne ich. Gut beobachtet, Danny. Ich habe einen von Beckfords Männern großspurig über seine Plantage reden hören. Und all die Waren, die sie dort lagern. Da kam mir die Idee, dass ich ihm diese Waren abnehmen und zu einem viel besseren Preis verkaufen könnte als er. Ah, ein Mann mit Vision. Mir gefällt die Idee. Ja. Gut, dann folgen wir denen mal zur Plantage. Sperrgebiet. Sperrgebiete sind Gebiete, in denen sie sich nicht aufhalten sollten. Schiffe werden sie sofort entdecken und angreifen, sobald sie in deren Blickfeld kommen. Die Blickfelder von Schiffen sind auf ihrer Minikarte sichtbar. Weichen sie ihnen aus, um Konflikte zu vermeiden. Okay. Feinde patrouillieren in diesen Gewässern, Captain. Alter, ich sehe Ärger voraus. Ich sehe sie. Das ist ein bisschen scheiße jetzt. Stopp! Bram! Marssegel! Eissegel an die Schurken! Okay, dann werde ich halt hier so ein bisschen außenrum. Ein bisschen außenrum, da geht das schon. Okay, wir sind hier genau. Wow, wir sind hier genau in der Mitte. Bringt jeden fetzen Stoff in den Wind. Komm schon, gib Gas, gib Gas. Ich denke, das ist ein Kutter. Die Farben Englands. Nur das eine Schiff kennt. Ich würde sagen, die Gefahr ist vorüber. Ja. Nee, sie nicht. Wir treffen auf. Kutter. Konzentrier dich auf die Unterkämpfe. Die sind allein, Sir. Ja. Das war jetzt notwendig, sorry. Nehmt die Rahn aus dem Wind! Das musste ich jetzt machen, ja. Ah, oh, jetzt wird's langsam dunkel und dann machen die das Licht hier an auf dem Schiff. Oh Mann, wie cool. Ich wäre so gern damals gereist.
Das wäre so cool gewesen. Wir müssen jetzt ein bisschen nach rechts jetzt ausweichen. Alba Wind, Männer! Beruhigt sie! Ah! Scheiße! Hab ich nicht gesehen. Los geht's! War jetzt ein bisschen blöd. Mars und Topsegel werken! Gaffelsegel lockern! Einholen! Volles Segel, Bewegung! So, schöne Sichtfelder hier umgehen. Wir halten den Wind so gut sie es kann. Ja, ja. Treff die Top! Der Mann arbeitet für Peter Beckfords, Leute. Kennst du sie? Die Beckfords und ihr Zuckerimperium? Hi. Die Beckfords und die Drexes. Ich war nie auf einer ihrer Plantagen, doch ich kenne ihre Namen von vielen, die sie verfluchten. Aber du warst auf einer Plantage, ja? Einer bescheidenen. Hi. Als Kocher im Siedehaus. Siedehaus? Habt ihr da Wasser gesiedelt? Oder etwas anderes? Zuckersaft. Die Zuckerherstellung ist schwierig und gefährlich. Vielleicht erklärt das auch den hohen Preis. Wie ist das so? Auf einer Plantage zu schuften, Tag und Nacht. Nun, wenn das Zuckerrohr geerntet und geschnitten ist, wird es danach zwischen zwei Metallwalzen gründlich ausgepresst. Wenn der Saft gepresst ist, wird es Zeit, das Wasser aus dem Sirup verdampfen zu lassen. Das taten wir in großen Kesseln aus Kupfer. Ich kann dir sagen, Bruder, nichts in der Welt ist heißer als kochender Zuckersirup. Jeder einzelne Spritzer davon klebt an dir wie Pech und brennt, hinterlässt furchtbare Narben. Mein Gott. So viel Segel, wie ihr könnt! Ja, das ist nicht nett. Wow, hey, die Winde hier, die wollen mich hier gegen die Klippe. Dunkler Himmel und raue See. Gegen die Klippe steuern hier, oder was? Alle Segel, sie verträgt das! Okay, da vorne müssen wir jetzt hin. Es ist riskant, zu nah zu ankern. Die Soldaten auf der Plantage würden uns entdecken. Dann geh von Bord und schleich dich an Land. Wir kümmern uns um die Jackdaw. Sieht, Männer! Großsegel bergen! Okay. Meier stehlen, was ist denn das? Okay, ich muss jetzt schnell rüber. Alles da, dann lauf. Gib Gas. Na, das schaffen wir schon. Komm, fick dich. Geh nur durch. Okay, dann belauschen wir die Typen da jetzt mal. Wenn sie denn was reden würden. Was ist hier geschehen? Warum die Unordnung? Nur ein Umtrunk, Sir. Wilmington hat Geburtstag. Und ihr wagt es, euch im Dienst zu betrinken? Das ist kein Problem, Sir. Wir haben alles im Griff. Das werden wir schon noch sehen. Denn heute Abend müsst ihr die Wachen verdoppeln. Verdoppeln, Sir? Aus welchem Grund? Ich glaube, ich wurde verfolgt, Junge. Von Piraten, wenn mich meine Augen nicht trügen. Obwohl ihr Schiff ungewöhnlich groß war für solchen Abschau. Waren sicher keine Sklavenhändler. Nicht bei dieser Größe. Verdopple auf jeden Fall die Wachen. Und halte verdammt nochmal nach allem Verdächtigen Ausschau. Okay. Wer weiß also, dass wir verfolgt wurden. Du da oben, also, dass sie verfolgt wurden. Mann, du hast eine Aufgabe. Entschuldigt, Sir. Ich halte meine Augen offen. Himmel, Herrgott. Was zum Teufel ist heute los? Was glaubst du, wie du diesen Alarm auslösen willst, wenn du sturzbesoffen bist und nicht geradeaus gehen kannst? Ja, es ist ja schön, dass die besoffen sind. Vorsichtig hier. Ich möchte den Verantwortlichen sprechen. Ich verlange Zutritt zum Lagerhaus. Welcher von euch Hunden hat den Schlüssel zum Lager? Hä? Ist denn keiner nüchtern hier? Würdet ihr mir bitte den Schlüssel bringen? Okay, dann haben wir jetzt getötet. Einer hat nämlich den Scheiß-Alarm hier
bin betätigt. Schlüssel, verdammt! Bringt mir den Schlüssel! Den Schlüsselträger aufspüren. Scheiße! Wer hat den Schlüssel, verdammt? Oh oh. Ah! Achso, ich lebe noch. Ich lebe noch. Und den hole ich mir da oben. Den hole ich mir. Du Drecksau, du. Jawohl. Komm schon, komm hoch. Komm rauf. Komm rauf, wenn du was willst. Komm. Wo bist denn? Ha? Was ist los? Komm. Komm her. Komm her. Ah. Erledigt. So, jetzt muss ich den Schlüsselträger aufspüren. Wie soll ich denn das machen? Wird der vielleicht auch markiert? Warum plündern wir mal die Munition hier? Kann man immer wieder gebrauchen, ein paar Kugeln. Ja, ja, ich tue eh schon nichts. Wer von euch hat den Schlüssel in der Tasche? Irgendwer muss ihn doch haben. Weißt du was, zu dem kletter ich jetzt hoch und den töte ich. Vielleicht hat er ihn ja. Kann man ja nicht wissen. Warte mal, der schaut hierher, das ist nicht nett. Eigentlich könnte ich den im Schnelllauf erledigen. Sehr schön. Komm schon. Und. Jawohl. Komm, Verteidigung durchbrechen hier. Dann haben wir gleich. Jawohl. Alter, du Arschloch. Jawohl! Hat sich's erledigt hier. So, dann erbeuten wir den Scheiß hier. Da haben wir noch ein bisschen Geld. Und was haben wir da? Da haben wir auch noch irgendwas, oder wie? Ah, das kann man anzünden. Oh oh. Das macht jetzt einen netten Bumser. Das läuft. Ah, okay, das tut sie auch ein bisschen anlocken hier. Gut, den holen wir uns. Den holen wir uns. Gleich ums Eck hier. Komm schon, komm schon. Und. Yes. Sehr schön. Und. Im vollen Lauf. Ist nicht gegangen, schade. So. Tot, du Wichser. Yes. Keiner von euch hat den Schlüssel. Gibt's doch nicht. Ich will doch nur den Schlüssel haben. Gib mir den Schlüssel, verdammt. Okay. Kann ich den von da ausschalten? Ja. Schön aus dem Busch heraus. Und dich holen wir uns auch noch. Ah, du bist noch zu weit weg. Jetzt sind wir in Reichweite. Jawohl. Die haben wohl auch keinen Schlüssel. Hast du den Schlüssel? Ja, du hast den Schlüssel. Ja, endlich mal einer. Gibt's ja nicht, Mann. Wie viel, ich habe fast alle töten müssen, bis ich hier den scheiß Schlüssel hier gefunden habe. Lagerhausschlüssel. Oh ja, das Lagerhaus plündern. Wo ist das Lagerhaus? Ah, da ist das Lagerhaus. Gut, dann plündern wir das. So. Sehr schön. Haben wir ja einiges mitgenommen hier. Wunderbar, Mission beendet. Zuckerrohr und seine Produkte.
Wunderbar, wir haben die Plantage ausgetaubt. Ja, und dann machen wir wieder einen kleinen Cut und sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, ciao.